die freie Klasse. Daniel Siebener, Art of the Limit, Full Pull! Jetzt die große Frage, was macht er heute hier in Kalka? Hellraiser Marco Hagedorn. Holt das absolut maximal Mögliche raus. Aber es sind keine optimalen Puls. Normalerweise, wenn die dann Traktion, wenn die Grip kriegen, dann schießen die Pfeile nach vorne. Und da geht der, ich glaube, der kommt aus Belgien, oder? Grün, wir haben grüne Flagge einmal hier bei uns. Die legt da einen satten Pull hin, die Weite gibt es gleich. Rüben kommt ein bisschen dichter ran hier zum Springerbein. Ihr seid aus dem Empfangsbereich raus. Hier darf es dann rum. Ja, das würde rum. Der BMW. BMW ist der 8. Der Maxi Daniel. Daar gaan we even aan de knoppen zitten. Dan ga ik gewoon even halen. Ai, 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 Kraft und Zusammenhaben in der Nächste. Noch mehr steken op Black Impact, Ayoko en Daniel. Ja, einmal Black Impact. Zweiter Lauf der Kompakt, diese Black Impact mit der Kim am Steuer. Das ging diesmal deutlich weiter bei der Kompakt, diese Zeit. Ik heb niet zoveel de auto kunnen zien. Ja, en als het ooit zover is, dan horen we dat toch pas een half jaar later of zo, maar weet dat hij wat speelt. Thank you.
De eerste zes wedstrijden van het jaar niet gewoon meer gebruiken. De twee zijn de kop van een week en één motorbaan. Zo, dat is toch. En dan laten we de overkant kijken. We sind hier im Finale der freien Klasse 600 Kilo. Ich hatte das hier gerade falsch vorgelesen, natürlich. Oh, ne? Ja, auf dieselbe. Allemaal auf dieselbe Weise, mit auch nicht anders Turbo 2. Ja, immer ein fantastischer Pull. Wahrscheinlich war es wohl doch nur ein Wasserschlauch, wie du schon gesagt hast, Rüben. Der Art of the Limit ist nochmal wiedergekommen hier im Finale und legt nochmal einen satten Pull hin.